12 Zylinder, 37 Liter Hubraum. Und ich muss es nochmal sagen, Durchsage, ganz wichtig, alle Personen hinter die Betonbrüstung. Alle Personen mit den Füßen, Personen selber, alle komplett hinter die Betonbrüstung. Dankeschön. Zur Überquerung von Hindernissen wie Flüsse und Schluchten wurde so eine Brücke, ein Brückenleger gesetzt. Das Fahrgestell, die Basis ist ein Kampfpanzer vom Typ T55A. Und die Scherenbrücke in ihrer martialischen Form, jetzt können Sie die Handys zücken, 9 Meter hoch. 2x9 ist 18 und so lang ist die Brücke. Es gibt eine mit 18 und eine mit 19 Meter. Na, wenn hier der Nachschub, Schluchten, Flüsse oder wenn eine Brücke zerstört ist, irgendein Hindernis solcher Art überqueren muss, dann ist so ein Brückenleger im Einsatz. Ja, liebe Gäste, und das ist der einzige voll funktionsfähige Brückenleger in Europa in privater Hand hier beim Museum Chiemele. 50 Tonnen hat diese Brücke Tragfähigkeit, also selbst schwere Panzer können über diese Brücke fahren. Bodenfreiheit hat dieser MT55 von 45 cm, 3,30 Meter Breite. Mit 2 Schwerlasttransportern kam er letztes Jahr hier nach Seifertshofen. Wir haben hier einen Diesel 12 Zylinder mit genau über 38,8 Liter Hubraum verbaut. Bei 2000 Umdrehungen ist der Leistungsabruf bei 580 PS. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Brückenlegers liegt auf der Straße bei 50 km/h, im Kolonnenverkehr 20 bis 25 km/h. Auf der Straße erzielt dieses Fahrzeug eine maximale Reichweite von 460 Kilometern.